Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Frozen. Das ist eine neue Map, die ich glaube ich auch noch nicht gespielt habe. Also neu ist jetzt schon gut, das ist jetzt schon wieder länger her. Aber ich habe sie auch noch nicht gespielt und deswegen wollen wir die jetzt mal antasten. Und ja, hier sind wir auf der Map. Hier spawnt schon mal die Bronze. Also es ist eine 8x1 Map. Hier ist das Bett drin. Okay, hier ist der Villager. Alles klar. Jetzt bräuchte ich nur noch Eisen. Wo ist Eisen? Eisen. Ich habe übrigens wieder Optifine installiert. Hier oben. Sehr gut. Gut, dann holen wir uns direkt mal zwei Kisten und platzieren die hier vor. Haben wir ja gelernt, ist ja das Wichtigste. So, dann holen wir uns einen Knüppel und eine Spitzhacke und Blöcke. Und dann können wir auch loslegen. Und unsere sneaky Beetle Hunde laufen. Da will schon einer zu uns. Ich hoffe, ist er runtergefallen? Ernsthaft? Oder hat er nur Eisen gesnaggelt? Aber wir werden uns dann erstmal auf den Weg zu ihm machen. Weil mein Kollege da hinten ist tatsächlich schon equipped. Oder soll ich dann den erst wegmachen? Das ist halt so die Frage, die ich mir gerade stelle. Baut er sich denn in die Mitte? Nee, baut er sich in die Mitte? Nee, ich habe die Chiller-Teampartner hier neben mir. Die beide erstmal bei sich chillen. Na gut, dann werde ich erstmal den Türkisen entfernen. Beziehungsweise versuchen, ihn zu entfernen. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Okay, ne, er baut sich zu mir, alles klar. Dann werde ich jetzt gleich wahrscheinlich in die Zange genommen. Was ein bisschen suboptimal ist. So, da sind wir mal die Ersten, die uns hochbauen. Okay, dann bauen wir uns nochmal ein bisschen höher. Klar, der da hinten kommt nicht, der Türkisi Boy. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor ihm. Den müssen wir halt hier reinlocken und dann versuchen, mit unserer Hand zu zerfisten. Also nicht mit unserer Hand, mit unserem Schwert. So, okay, der Trolley Boy geht jetzt zurück, weil sein Bett gerade abgebaut wird. Das ist bitter. Aber der Blaue baut das einfach nicht ab. Alter, oh mein Gott, what the fuck, er hat mir die richtige Combo gegeben. Oh mein Gott, Alter, warum baut der Blaue denn nicht sein Bett ab? Hä, ich verstehe das gar nicht, der baut sein Bett einfach nicht ab. Hä, was machen die denn hier? Der rennt jetzt einfach. Also entschuldige mal bitte. Was passiert hier gerade? Okay, Leute, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich weiß noch nicht, meine Festcam, ich weiß nicht, ob die eventuell zu hell ist. Vielleicht nehme ich die Helligkeit mal ein bisschen runter. So. Finde ich schon besser, oder? Ich finde, so sieht das besser aus, ja. Finde ich ein wenig passender als vorher. Okay, wir müssen uns wieder Rüstung zulegen. Oh Mann, jetzt. Ich werde jetzt richtig hier in die Zange genommen. Das ist so gemein. Findet ihr nicht, Leute? Findet ihr nicht? So, zack, zack, zack. Haben wir unsere Protektoren angezogen. Apropos Protektoren. Gestern war ich mal wieder snowboarden, aber diesmal in einer Skihalle. In Bottrop, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ob ihr die kennt, weil vorgestern war das übrigens für euch, war am Sonntag, weil Bottrop ist ja ganz in der Nähe von Gelsenkirchen, meiner Heimatstadt, und da gibt es ja, ich glaube, die größte Skihalle der Welt ist es sogar, und genau, da habe ich gestern mit ein paar Kollegen meine Zeit verbracht, und das war ein ziemlich cooler Day, da haben wir ihn einfach mal richtig weggekombot, ey. So, okay, wir gönnen uns jetzt erstmal ein Spinnenweben hier. Müssen uns nur ein bisschen beeilen, so. Ich habe doch hier so einen Knüppel. Hä, warum macht er keinen Abgang? Danke. Oh, hupsala, das hat nicht so gut funktioniert. So, ich weiß jetzt nicht genau, wo er spawnt. Da. Traumhaft. Danke. Okay, ich habe alle Zeit der Welt jetzt, mich an sein Bett anzunähern.
Sei nicht, sehen gleich auf mich zukommen. Okay, jetzt. Das finde ich aber gar nicht toll, was du machen willst. Dann macht er mal wieder einen Abgang und ich habe wieder Zeit. Er hängt jetzt in seinem Spinnenweben fest. Das ist übrigens die beste Taktik, Leute. Wie ihr sowas machen könnt. In Spinnenweben die Leute einbauen. Bin ich jetzt erst seit kurzem richtig permanent. Also ich mache das jetzt seit kurzem erst wirklich regelmäßig. Okay, ich muss jetzt schnell zu mir zurück, damit der Pinke nicht gleich sich hier ein East Bett abholt. Zack. Hopp. Okay. Da sind wir wieder back at business. Back in business, Leute. Tut mir leid. Dann holen wir uns kurz hier die beste Chestplate. Das ist wichtig. Weil der da hinten wird jetzt auch richtig fett equipped sein. Außerdem kann er sowieso gut kommen. Und, oh, ich hatte schon das Level 2 Schwert. Ist stark Torben. Hier haben wir jetzt eine Kiste eben aufgesammelt. Da kannst du den Crabble, die Crabble reintun. Okay, der Pinke baut sich gerade in die Mitte. Das heißt, das ist meine Chance, mal hier was zu probieren. Okay, er checkt auch gerade gar nichts. Alles klar. Nutzen wir natürlich aus, wenn es denn geht. Okay, er checkt nichts. Alles klar. Komm schon, Torben. Bau die Kisten ein wenig schneller ab. Auf jeden Fall wichtig, immer aufsammeln. Oh, er kommt zurück. Okay. Bin ready. Okay, Alter, er kommt eigentlich richtig. Okay, aber diesmal habe ich ihn. So, nicht diesmal. Okay, wenn der Blaue gleich kommt, dann team die. Fände ich ein bisschen fies. Okay, ich gönne mir noch mal ein paar Spinnenweben mehr. Sicher ist sicher, weil ich habe die eine Seite leider aufgelassen. Alter, oh mein Gott. Fick dich. So brauchen wir hier gar nicht erst anzufangen. So, ich glaube tatsächlich, dass der Blaue gerade kommt. Das finde ich ein bisschen uncool. Alter, oh mein Gott, warum teamt er denn? Wenn er jetzt nicht sein Bett abbaut, ne, dann raste ich aus. Okay. Und Report. Mein Gott, echt ohne Witz. Ja, okay. Blau und Pink. Seid auf YouTube und hab einen Report. So, okay. Weil ich habe eben schon mal gesehen, der Blau hat eben nicht das Bett von dem abgebaut. Und ja, jetzt gerade, der hat die Spinnenweben abgebaut tatsächlich da hinten. Die chillen alle da ein bisschen. Ja, die tun so, als würden sie sich boxen, verstehe ich schon. Natürlich. Aber langsam geht mir das echt auf den Sack und ich will das jetzt auch mal durchziehen, weil die können das nicht echt nicht immer bringen und ich möchte irgendwann auch mal wirklich, dass sie dann bestraft werden, weil wenn wir jetzt jedes Mal machen irgendwelchen Team auf 8x1 Maps, dann wird das langsam echt witzlos, da habe ich auch keinen Bock drauf. Deswegen werde ich mal mein Video verlinken. So, der Blaue ist gestorben. Das ist jetzt meine Chance, hier was zu versuchen zu reißen. Sagt man das so? Ich denke schon. Okay, keiner hier. Keiner hier. Hier wurde wieder notdürftig zugebaut. So. Gehen wir nicht auf den Sack, Pinker. Zack. Und direkt weiter zum Blue Man. Weil der mir auch ziemlich auf den Sack gegangen ist. Mit seiner Art. Okay, wir kommen von hier natürlich. Hi. Okay, und diese eine Kiste muss weg. Oh Mann, das ist aber ein bisschen nervig von dir. So. Dann schubsen wir dich nochmal runter. Sammeln einmal dein ganzes Eisen auf, damit du hier keine Randale machen kannst. So mit Schwertern und so.
Okay, und dann mache ich hier einmal zu und baue in Ruhe die Kiste ab. So. Sehr gut. Also super Team, den Report kriegst du natürlich trotzdem. Weil das wäre sonst absolut nicht gerechtfertigt. Gut. Aber man sieht mal wieder, Teams bringen es auch nicht immer. Der Rote wird sich jetzt wahrscheinlich voll mit in die Mitte... Ja, der ist... Oh mein Gott, der ist gut equipped. Ja gut, aber egal. Wir haben ein Team zerstört. Das war mir rach genug. Ja, er hat den Bau. Ist natürlich ein bisschen nervig jetzt. So, okay. Wie sollen wir das jetzt am besten machen? Er kann sich eigentlich alles erlauben. Rot ist da, okay. Okay, ich würde die Runde machen, aber leider hat er einen Bow und alles. Okay, er hat nur darauf gewartet, dass ich mal kurz vorbeigucke. Aua. Komm schon. Shit, Mann, das war so schön. Alter, ohne Witz, und dann booste ich ihn genau da drauf, ey. Ja, jetzt macht das ganz easy. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich warte gleich darauf, dass er von hinten kommt und mich zerstört. So, Spinnenweben bräuchte ich. Für den Fall, dass ich wirklich was reißen will. Und dann muss ich mir jetzt hier einen anderen Weg suchen. Weil ich muss damit dann leben, dass mein Bett, glaube ich, zerstört wird. Wenn ich mich jetzt länger bei Pink gegen den wehre, dann habe ich keine Chance. Ich nehme hier das Eisen mit. Türkis hat natürlich auch keinen Weg in die Mitte. Der hat nämlich die ganze Zeit nichts gemacht. Und dann versuche ich mal von hier aus zu dem Nachbarteam mitzukommen. Was, denke ich, eh nicht klappen wird. Ich warte nur auf die Nachricht, dass mein Bett zerstört wird. Ah, Mann, da ist es, ey. Wenn er mich jetzt auch noch runtersnipen kann, dann hat er gewonnen. Komm. Wann kommt der Schuss? So, beste Chestplate brauche ich. Sonst brauche ich gar nicht zu versuchen. Und auch so ein bisschen Rüstung. So. Okay, noch kommt er nicht. Dann versuche ich mal hier rüber. Ah, da hinten ist er. Tryhardet er mich mit dem Bow? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich ihn auch von hinten überraschen. Oh mein Gott, Alter, er hat mich richtig entdeckt. Aber ich habe ihm die Combo gegeben. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Alles klar, ich hätte... Ja, mein Bett ist kaputt. Hätte ich verloren. Wäre sowieso vorbei. Aber sonst hätte er auch noch zu viel Gold gehabt. Sowieso. Okay, jetzt wird's tricky, Leute. Ich darf den Block Snow nicht ersetzen. Alter, das geht mir richtig auf den Sack. Wenn ich den Block Snow nicht ersetzen darf, kann ich mich leider nicht überall hochbauen. Oh Mann, er hat mich. Ja, egal. Ja, da, GG. Ja, egal, Leute. Es war trotzdem eine schöne Runde. Fast hätte ich das noch reißen können. Wäre ich da mal nicht zu offensiv drangegangen gerade. Man wollte einfach zu viel. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen auf dieser letzten neuen Map von uns. Und wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Ihr könnt natürlich auch abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein und tschüss. Achso, Leute, ich gebe euch eine Empfehlung. Für euch heute Abend, ich weiß gar nicht, wird Schalke im Free-TV übertragen? Schalke war letztes Mal im Free-TV dran, oder? Ich glaube, heute wird Bayern gegen Donners übertragen. Aber wenn Schalke im Free-TV übertragen sollte, dann guckt Schalke. Weil die spielen heute das Rückspiel gegen Real. Also für mich morgen, aber für euch heute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Haut rein und ciao.